So, hallo zusammen, ich bin jetzt da beim Admin von Jodel Best Of und ich will das Interview mit ihm machen und ja, jetzt klopfen wir mal. Ciao! Ciao, Zeki! Hoi! Was geht? Ja, voll! Dir auch, von mir? So, jetzt erzähl, wie heisst du, wo lebst, wie alt bist du? Okay, also, ich heiße Robin. Ich bin 22 und komme aus Nidwalden und studiere in Basel. In Basel. Und du bist von Nidwalden? Genau. Ja. Nidwalden ist Zentralschweiz. Zentralschweiz. Ja. Für alle die, die in Geografie nicht aufgepasst haben oder keinen Schulplatz hatten. Ja. Nein, Robin, Jodel Best Of, Instagram. Wie ist es zu dem Ganzen gekommen? Du hast innerhalb kürzester Zeit so viele Follower gesammelt. Ich glaube fast 190'000. Mhm. Erzähl uns. Also es hat ziemlich genau vor einem Jahr angefangen, und zwar auf Facebook noch. Da habe ich Jodel Best Of gemacht, eigentlich so ein bisschen für meine Kollegen, beste Sprüche sammeln. Und dann im Januar Instagram-Page dazu gemacht. Mhm. Und jetzt sind wir da, ein Jahr später, bei 190'000. Cool. Aber die, die sich so ein bisschen auskennen mit Jodel, Jodel ist eigentlich eine App. Mhm. Und trotzdem steht bei dir im Instagram-Profil ein Eidgenoss Präsenz, der beste Sprüche, obwohl eigentlich so die Sprüche von Aussagen. Wie erklärst du uns das? Okay, schau. Also ich habe angefangen halt ganz normal die Jodels aus der App rauszunehmen. Dann, zweiter Schritt, habe ich sie einfach umschreiben. Mhm. Das hat viele Fehler in den gehabt, aber die Jodels eigentlich lustig gefunden habe. Und dann, bei einem dritten Schritt eigentlich, wo ich gemerkt habe, dass meine Captions, die ich schreibe, irgendwie immer gut ankommen, habe ich gedacht, okay, wieso probiere ich nicht mal selber irgendwie diese Sprüche zu machen. Weil anscheinend irgendwie der Humor gleich gut ankommt von mir. Und jetzt mittlerweile ist es halt so, dass 50% etwa noch aus dem Jodel-App raus sind, wo ich wirklich einfach so eins zu eins übernehme. Und 50% halt von mir selber ist. Und, oder halt sozusagen Sprüche, die ich sehe, sonst im Internet und irgendwie umschreibe, auf Schweizerdeutsch. Es läuft, du bekommst trotz nach einem Jahr immer noch deine Follower. Mhm. Aber bleibt das jetzt so oder kommt etwas Neues von dir? Ja, ich merke halt wie, dass nach einem Jahr langsam ja, geht der Hype wieder runter. Mhm. Also die Sprüche kennt jeder Jodel. Best Of kenne ich recht viele Leute. Oder aber ich merke wie, dass der Hype am Abnehmen ist. Okay. Und ich sehe wie auch, dass nur Sprüche irgendwie keine Zukunft haben. Und ich möchte halt weiterhin coole Sachen machen, irgendwie neues Zeug irgendwie auch machen und mich halt nicht nur auf Sprüche begrenzen. Das heisst, du möchtest Sprüche machen und gleich noch etwas, also du möchtest wie Jodel ausbauen? Genau, und nicht Jodel ausbauen, sondern wie ein von Jodel wegkommen, also weil halt, weil ich meine eigenen Sprüche halt auch mit reinbringe, läuft das immer noch unter dem Namen Jodel und ich könnte das hier halt wie entkoppeln. Also das eigene Ding machen? Ja, genau. Also nicht unbedingt eigene, dass ich mich jetzt dass ich vorkomme und hey, eben, das bin ich. Und, sondern mehr halt einfach etwas Neues machen für, halt einfach für die Schweizer. Mhm. Weil ich sehe halt, der ganze Humor kommt gut an. Aber ich möchte halt wie das eben ausbauen. Okay. So wie du sagst. Und das wird jetzt bald passieren. Aber ich möchte keine Angst haben, weil das ist etwas, was ich jetzt die letzten ja, fast zwei Monate bin ich daran am Arbeiten, um das möglichst irgendwie cool auch machen. Okay, also die Fans oder Follower müssen jetzt keine Angst haben, oh nein, jetzt ändert sich Jodel oder jetzt kommt etwas ganz Neues. Nein, also es ist nicht ganz neu, also die Sprüche bleiben weiterhin. Das okay. Ist das Erfolgsrezept und der Heilige Gral wird ich nicht anlängen. Das ist cool. Aber es wird halt wie ausgebaut, weißt du? Cool. Das freut mich mega, um das euch auch präsentieren zu können. Also ich durfte auch schon reinschauen. Mhm. Und es ist mega geil, also es ist wirklich krass. Es ist... es hat nicht zu viel verstanden. Ich rede gerade ein bisschen mit. Es geht so, okay. es ist wirklich mega nice. Sind gespannt, freut euch drauf. Okay. Ich komme gerade mal zu den User-Fragen. Es hat auch User-Fragen gegeben. No-name-ch Was studierst du eigentlich selber? Ich studiere hier in Basel Sport und Geografie. Okay. Also Sport-Hauptfach und Geografie. Wo sind deine Trainerhosen? Ja, das ist nur das Klischee, weißt du. Das ist genau das gleiche Klischee wie bei den TH-Studenten, dass sie nur ein Mandel am Malen sind und ein Scherenschnitt machen sind. ja.
der Florin Bodenstrich P fragt, ab wie viel Karma wird man eigentlich Moderator? Also jetzt im App, oder? Mhm, in der App. Genau, das kann man nicht so genau sagen. Es ist ein Algorithmus, der halt aus sich verschiedene Sachen zusammensetzt, wie oft man im App ist am Tag, wie viel man kommentiert, wie viel man abgeholt und alles. Das heisst, so jeder kann Moderator werden? Genau, jeder kann. Also wenn man genug aktiv in der App ist, nicht schlecht, kann jeder. Cool. Xarsta würde gerne wissen, woher du genau kommst, also die Nationalität. Also, das ist so. Meine Mutter ist Holländerin und mein Vater ist Engländer und ich bin Schweizer. Somit bin ich Dreifachbürger. Cool. Und ja, vielleicht hat der Blocher nicht so gefreut an mir, aber trotzdem. Ja, ich bin Grand. Ich bin Türk mit Schweizer Pass, aber ich glaube, das überspringen wir. Easy. Der Oliver.i10 würde gerne wissen, wie viel Karma du eigentlich hast in der App. Und natürlich auch wieder. Ja, das ist jetzt eine schwierige Frage zu beantworten, weil sonst komme ich noch hobbylos über. Aber nein, ich habe 1,2 Millionen Karma. Wow. 1,2 Millionen. Voll. Und das ist eigentlich halt, weil ich jeden Tag halt sicher eine Stunde oder zwei in der App drin bin. Ja, und Sachen am Uploaden wie am Screenshot und halt das sammelt sich auch über die Jahre. Ja, das ist schon. Das ist mega viel. XV Fixa. Das ist jetzt ein komischer Username. Wir können wissen, wie viel Zeit verbringst du am Tag damit und hast du ab und zu Anschiss? Voll eine gute Frage. Ja, also früher, wo es mega abgegangen ist, als ich fast 10 Sachen am Tag gepostet habe, bin ich wirklich fast 4 Stunden am Tag bin ich, Sachen suchen gewesen. Das hat sich jetzt mittlerweile angelegt, weil ja, das ganze soziale Leben hat halt auch darunter gelitten. Ja. Also ich wollte halt mega viel für Page wählen, aber habe nachher wie für Real Life, sagen wir mal, halt mir zu wenig Zeit genommen. Ich habe gemerkt, okay, das muss ich wieder ausbalancieren. Wenn jetzt mittlerweile ist es vielleicht nur eine Stunde am Tag. Hast du einen Rhythmus bekommen jetzt? Ja, genau. Und ab und zu hat man halt gleich noch, wenn man am Samstag noch kein Jodel gepostet hat, ist man so von, ah, shit, ich muss mal einen posten. Und man ist vielleicht gerade mit den Kollegen draus und man hat immer den Stress, so, scheiße, ich muss mal einen posten, wenn man mindestens einen Tag sollte posten. Und das ist vielleicht der einzige Anschiss, den man hat, dass man konstant etwas muss liefern muss. Und das kennst du wahrscheinlich von deiner Page auch. Ja, früher habe ich das auch gefallen. Mittlerweile denke ich mir so, meine Fans sind treu. Das ist süß. gut, was mich persönlich wundert, woher kommen eigentlich so die besten Jules, also von wo aus der Schweiz? Chur? Ja. Ja, dort jetzt eher weniger. Vor allem, das hat auch damit zu tun, dass dort am meisten Leute aktiv sind auf Jodel, ist Zürich. Zürich. Nice. Voll. Und dann Bern. Und dann, ich würde sagen, Luzern. Luzern. Genau. Voll. Cool. Also, Jodel, wann dürfen wir etwas so das Update erwarten von dir? Wann kommt das so? Ja, ich muss gerade rechnen, wenn das Interview auf online geht. Ja. Ich würde jetzt mal sagen, sobald ihr das Interview gesehen, vielleicht noch ein paar Tage, eine Woche, so, und dann bis wirklich alles kommt, was ich geschafft habe, würde ich jetzt mal sagen, 2-3 Wochen. So. Also cool. Es kommt immer ein bisschen mehr rein und ich teste halt und schaue, wie es ankommt. Und ja, da bin ich gespannt sein. Es ist wirklich mega geil. Dönt Robin auf Jodel Best of abonnieren, dönt Swiss mit dem YouTube-Channel abonnieren, bleibt dran und bleibt vor allem super. Bis dann. Tschüss zusammen. Ciao. Tschüss zusammen.